Damit kann ich das Benzin rausbekommen. Mhm. Okay. Und fertig ist das Lösungsmittel. Jetzt kann ich es mit dem Kleber benutzen. Ja, cool. Wir sind schon mal... Einmal sind wir schon mal durch, hoffe ich. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich gehe mal runter und guck mal. Lösungsmittel. Sehr viel später. Puh, geschafft. Schön. Nanu, da ist ja noch mehr Kleber. Ach, guck mal, was ist denn? Was macht... Was? Stimmt, das kennen wir doch noch. Das war der Geheimraum im Geheimlabor. Mist. Und da ist der Chrono Jump. Jetzt klebe ich hier. Haben wir noch Kleber? Hier, so. Das sind Grüntentakel und Purpurtentakel. Kurz nachdem Dr. Fred sie erfunden hat. Das bringt nichts. Dr. Freds alte Zeitmaschine. Im Grunde besteht sie aus einer Toilette. Ja, toll. Kamera. Die Dinger sind ja überall. Ja. Das funktioniert so nicht. Kann ich Kleber nehmen? Der Rest von Dr. Freds super-duper Kleber. Wofür auch immer ich den brauche? Ach, da kommen wir raus. So. Wir brauchen noch die Uhr, aber ich gehe erstmal den Spinat auftauen. Dann müsste doch funktionieren. Oh. Wie lange muss ich denn da warten? Wieso geht er wieder raus? Hallo? Oh! Das ist gut. Ich muss ihn zuerst aufmachen. Natürlich. Jetzt ist die Dose offen. Das habe ich auch gesehen. Und jetzt sprießen die Muskeln. Popeye! Ich fühle mich jetzt schon stärker, aber da geht noch was. Was geht denn da noch? Eine stabile Gardinenstange. Da kann man bestimmt ein paar Kilo dranhängen. Sekunde mal. Was war denn hier mit den Bowlingkugeln? Die waren hier nicht. Bowlingkugel? So eine Bowlingkugel zu tragen ist fast wie Training. Ja, ich verstehe. Das hält nicht, wenn ich es zusammenstecke. Das hält nicht, wenn er es zusammensteckt. Zwei Bowlingkugeln zu tragen ist fast wie Training. Ja. Also fast zu einfach. Das hält nicht, wenn ich es zusammenstecke. Warte mal, wir haben doch jetzt hier Super-Duper-Kleber. Das sieht aus wie eine Hantel. Ja, dann das sieht aus wie eine Hantel. Ja, warte doch mal hier. Yeah, damit kann ich trainieren. Jetzt brauche ich nur noch eine Hantelbank. Eine Hantelbank? Wollen wir denn eine Hantelbank hier, den Tisch oder so? Am Tisch? Ach, guck mal, das habe ich gar nicht. Da. Ach hier, natürlich, natürlich. Ja dann. Boah, ne. Was? Klasse. Das Ding macht mich stark. Ja, dann mach doch. Sehr viel später. Und? Nee, ist klar. Das geht aber schnell. Mann, fühle ich mich jetzt stark. Wenn das so schnell ginge, ja? Dann mach ich da auch mal kurz.
So, was soll ich jetzt... Ach so, ja, stimmt ja. Wir waren ja da... Wir sollten ja, ein Schild... wohin tun. Ach, den Karton. Der ist fest zugeklebt. Ich bin doch jetzt stark, Mann. Ich hab doch eine Schere. Geil. Geil. Den fasse ich besser nicht an. Das war's schon, oder was? Dann brauche ich jetzt nur noch ihn und er hat die Schere. Warte mal. Schere. Ach, guck mal an. Karton ist offen. So ein Brecheisen kann man immer gebrauchen. Ein Brecheisen? Kann ich mit dem Brecheisen? Ja, ich kann. Okay. Ich hol sie gerade Pen, hol die Uhr. Was macht er denn da? Achso, wir stellen die Uhr einfach auf 8. Jetzt habe ich alle Aufgaben erledigt. Kurze Zeit später. So, die Uhr ist gestellt und der Brief aufgehängt. Und das Geheimlabor klebt nicht mehr. Dann können wir ja jetzt zurück. Oh, das war's schon. Oh oh. Nein. Huch, die Matschmaschine ist ja an. Ich mache sie besser aus, bevor noch was Schlimmes passiert. Oh Mann. Ja, toll. Das wollte ich immer schon mal machen. Nee. Hoffentlich ist Dr. Freds Plan gegen Popo nicht so gefährlich. Bis jetzt ging doch alles gut. Bis jetzt. Wäre auch zu schön, wenn es mal reibungslos funktioniert hätte. Es funktioniert! Heißt das, Sie haben einen Plan entwickelt, um Popo zu stoppen? Nein, die Zeitmaschine! Sie funktioniert! Dr. Fred, das wissen wir doch, seit wir den Hamster als Versuchskaninchen benutzt haben. Nein, die Versuchskaninchen seid ihr gewesen. Und ihr Dummköpfe habt tatsächlich geglaubt, dass Purpur zurückkommt. Aber der Brief... ist von mir. Was? Ich musste noch einen Abschlusstest an Menschen durchführen, bevor der Chrono-Wash in Serie gehen kann. Sie gemeiner Tentakelerfinder. Ja, das ist echt nicht... nett. Wo ist Popo denn jetzt? Wir hatten ihn doch damals mit einem Brief nach Sibirien geschickt. Ja, leider war der Brief nicht ausreichend frankiert und kam zurück. Deswegen habe ich Popo die letzten 2 Jahre in meinem Labor festgebunden. Und damit ihr Volltrottel ihn da gestern nicht wieder losbindet, habe ich ihn mit meinem Super-Duper-Kleber in meinem Geheimraum festgeklebt. Deshalb haben sie gestern den Superkleber erfunden. Aber diesen Fleck habe ich auch weggemacht. Großartig, Laverne. Dann müssen wir ihn jetzt wieder einfangen. Zum Glück ist die Matschmaschine nicht aktiv. Sonst hätte Purpur wieder durch das Mutagen zu seinen mächtigen Armen kommen können. Mächtigen Arme. Aber Dr. Fred, die Matschmaschine war doch an. Ich habe sie erst ausgemacht. Bernhard, das Schild war verdreht. Du hast das Ding angemacht. Toll. Oh oh. Was kommt denn jetzt? Haha, ihr dummen Menschenwesen. Dank euch bin ich zurück und mächtiger als je zuvor. Ich werde die Welt erobern und das Universum. Eure billigen Zeitreisetricks könnt ihr euch sparen, denn meine Klone beschützen mich in der Vergangenheit. Mein neues Zentrum der Tentakelmacht wird sogar für die Erde zu groß. Hochverachtungsvoll, Purpur. Yes, danke, Bernhard, dass du so dumm bist. Ich wusste, ich hätte mir richtige Testpersonen holen sollen.
Aber wie ist Purpur in die Vergangenheit gekommen? Wahrscheinlich mit dem alten Kron O'John. Kacke. Was machen wir jetzt? Keine Angst, ich habe einen Plan. Was? Und zwar schicke ich euch mit dem Kron O'Wash zu Purpur und dort haltet ihr ihn auf. Aber wir wissen nicht mal, wo Purpur ist. Langweile mich nicht mit Details. Was? Ich muss hier nur zwei Kabel vertauschen und dann landet ihr auf dem Planeten. Was denn für ein Planet? Purpur wird sein neues Machtzentrum auf dem Kepler 452b errichten. Und woher wissen Sie das, Dr. Fred? Es ist der einzige erdähnliche Planet, der groß genug dafür wäre und über ausreichend Biosphäre verfügt. Ach so, ja. Dann. Außerdem stand der Planet auf dem Absender von Purpurs Brief. So, Sie sind ja ein richtiger Sherlock Holmes. Schnallt euch an, es geht los. Aber sollten wir die Maschine mit den vertauschten Drähten nicht erst testen? Das tun wir doch gerade. Ich glaube, der Prolog ist hier jetzt gleich zu Ende. Einstein hatte also doch nicht recht. Was? Oder etwa doch? Das ist der Planet. Hä? Oh. Was ist denn? Hey, ist das nicht... Oh, ist ja schön. Ist das nicht die Vergangenheit? Treibsand. Na toll. Verdammt! Gehört das zu Ihrem Plan, Dr. Fred? Natürlich nicht. Jetzt müssen wir improvisieren. Okay. Huch, was ist denn jetzt los? Alles duster. Ich glaube, das Spiel ist alle. Aber es hat doch gerade erst angefangen. Anscheinend konnte der Grafiker hier noch nicht weiterzeichnen. Ist bestimmt sau aufwendig, so viele Orte zu zeichnen. Mhm. Oder wie sich Bernhard am Arsch kratzt. Oder diese Dialoge zu schreiben. Und aufzunehmen. Gibt schon ziemlich viel zu tun. Ich hab gehört, die waren nur zu viert und haben das in ihrer Freizeit gemacht. Echt zu viert? Wow. Nicht doch, um ein vollständiges Spiel wie dieses in absehbarer Zeit fertigzustellen, reicht die Freizeit leider nicht aus. Schade. Aber schreibt doch dem Team eine E-Mail, wie euch der Prolog gefallen hat. Ja, sehr gut. Gebt es euren Freunden zum Spielen. Je weiter sich das Fan-Adventure verbreitet und je mehr Feedback es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Spiel fortgesetzt wird. Das wollen wir tun. Das wäre geil. Ich will Purpur fertig machen. Bis hoffentlich bald. Macht's gut. Ciao. Ich will Purpur auch fertig machen. Ja, das war Return of the Tentacle, der Prolog. Ja, muss ja überhaupt keine Schlussrede mehr halten. Die wurde ja gerade schon gehalten. Ja, wie die Jungs und Mädels sagten, wir sollten das Spiel ein bisschen promoten und unterstützen. Vielleicht wären die zuständigen Leute mit der Lizenz da auf sie aufmerksam und es kommt vielleicht eine echte Fortsetzung, eine official Fortsetzung. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Also Hut ab, das Spiel stand im Original jetzt mal nichts nach und man konnte, es sah einfach verdammt official aus, also ich konnte jetzt irgendwie nicht einen Qualitätsunterschied oder so erkennen. Es war einfach super gemacht. Ich bin schwer begeistert. Ist klar, dass es natürlich noch nicht so lange geht, weil es, wie gerade schon gesagt wurde, eine immense Arbeit, die dahinter steckt. Und ja, ich hoffe, ihr findet das auch gut. Und wir promoten das Spiel ein bisschen. Und twittern und facebooken und liken es, wie auch immer. Ich werde es tun, ich hoffe du auch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald bei der Fortsetzung. Das Original können wir gerne auch zusammen, könnt ihr euch gerne auch anschauen. Gibt es ja auch schon auf meinem Kanal, habe ich ja Let's Played.
der erste Tentakel. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut oder auch in ein anderes Let's Play. Und ja, so viel dazu. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.